Ja, von meiner Seite schönen guten Morgen allen zusammen und vor allem auch an die Gäste herzlich willkommen, vielleicht die, die das erste Mal dabei sind. Wir haben Gäste hier auch aus Kanada, auch herzlich willkommen. Das ist unser Cousin, der Dimitri Fischer und Davinia und auch die Mutter heute hier. Herzlich willkommen und auch an alle anderen. Ja, mir war die Woche auch die letzten Tage ein Thema einfach in Gedanke gekommen, was meines Erachtens für uns nicht unbedeutend ist, was wichtig ist. Und ich möchte uns einleitend eine Frage stellen. Was ist dir persönlich von besonderer Bedeutung? Was ist dir besonders wichtig, was du ganz, ganz lieb hast, auf was du nicht verzichten wollen würdest? Was ist es? Was ist es bei dir? Du bist vielleicht verheiratet, hast einen anderen Segment und jemand, der ledig ist, hat nochmal ein bisschen anders. Was ist dir das Wichtigste, auf was du nicht verzichten wollen würdest, nicht aufgeben wollen würdest? Da kommen die Gedanken. Wenn ich recht habe, ist das wahrscheinlich dein Ehepartner. Natürlich, wenn man sie gut versteht jetzt. Ja? Also jemand, der Krise ist, da sagt man, oh, ich kann jetzt auch Pause haben oder wie auch immer. Aber im Regelfall erstmal dein nächster Ehepartner oder dein Kind, dein Baby im Bauch, also dein Säugling, also der Embryo vielleicht, oder der Nächste. Ja, das ist deins, das ist irgendwo auch dein Eigentum, zum Beispiel, ja, kann man so sagen, das ist etwas, was dir ganz, ganz wichtig ist. Ja. Ich denke, ich spreche da so viel im Durchschnitt. Und es gibt sicherlich auch andere Sachen, was du sehr, sehr schätzt. Es gibt Menschen, die schätzen Eigentum, was anderes, was sehr, sehr stark und pflegen das vielleicht viel mehr als die eigene Familie, was natürlich nicht richtig ist, aber es ist auch möglich. Sowas gibt es auch. Ich denke, wir haben alle verstanden, dass es gibt etwas, auf was wir nicht verzichten möchten, etwas, was wir nicht vernachlässigen möchten, etwas, was so wichtig ist, wo es wirklich, wenn es darauf ankommt, ich als allerletztes hier aufgeben möchte. Ja? Und ich denke, das ist schon deine eigene Familie, dein Kind, dein Ehepartner in erster Instanz, wenn das Verhältnis gesund ist, ja, wenn Liebe da ist. Und ich möchte uns heute auch abholen in einen ähnlichen Text, der erstmal vom Text her uns auch mehr Inhalt bietet als nur das Eigentum. Hier heißt es in 1. Petrus 2, in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 und 10. Hier heißt es folgendes: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Vers 10. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadet wart, jetzt aber begnadigt seid. Ich meine, hier geht es natürlich im ganzen Kontext, schreibt Petrus allen Christen, nicht nur den Judenchristen damals, sondern eine Reihe von Gemeinden in Asien, Kleinasien, das ist die heutige Türkei, im weitem Sinne. Da waren verschiedene Gemeinden, die waren teilweise zerstreut, neu gegründet. Und er schreibt in diese Worte, die Worte, die sehr, sehr wichtig sind. Wir werden auch gleich sehen, warum. Was für ein Bewusstsein hatten damals die Heiden, wenn die zum Glauben kamen? Also man kann sagen, unser Kontext, ja, Heiden, jemand, der nicht zum Volk Israel zugehörte, der nicht Jude war, ja, damals, der galt als Heide im Regelfall. Ja, dann Skythen, Barbaren und auch diese Art von Menschen. Samariter war das zweitrangige Volk, das war so ein Mischvolk, haben wir schon gehört. Und dann gab es die Heiden. Die Heiden, die Juden, die durften damals mit den Heiden nicht Gemeinschaft haben, nicht essen zusammen, sich nicht treffen, nicht feiern zusammen, das war unmöglich. Das war strikt verboten. Und das sehen wir auch in dem Moment, wo Gott dem Cornelius, dem Hauptmann, sagte und deutlich macht durch einen Engel: Zu dir kommt einer, ruft den Petrus, Simon Petrus, der ist dort,
beim Simon Gerber und er ist gegangen, hat seine Knechte geschickt, er hat ihn gerufen und die kamen. Und dann hat Gott ihm deutlich gemacht, du darfst, du musst dahin gehen zu dem Heiden. Und für Petrus war das, er wollte es eigentlich nicht, ja, das war nicht möglich. Und Gott legitimiert, sagt, du gehst jetzt zu dem Heiden und verkündigst ihm das Wort Gottes. Und das war so die ersten Schritte dahingehend im Neuen Testament, dass auch die Heiden Rettung bekommen haben. Nun ist dieser Petrus, der diese Erfahrung erlebt hat und Gott ihn gebraucht hat, auch der das Wort auch schreibt und deutlich macht, und zwar nicht irgendwelchen speziellen Juden, sondern das sind Menschen, die Jesus angenommen haben, wie wir. Also im Prinzip, man kann sagen, wie wir, die wir nicht Israelis oder Hebräer sind. Vers 9 heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Im Alten Testament, lange Zeit zuvor, tausende von Jahren, hat Gott ein Volk erwählt, ein geliebtes Volk, nicht mit Bedingung. Da heißt es, du bist das Geringste, du bist ein schwaches Volk. Israel war damals, ja, Jakob, Isaac, Abraham und dann das Volk danach, das war einfach, Gott hat es einfach gewollt. Ja, wenn man ganz genau recherchiert, da gab es keine Bedingung. Die waren nicht so heilig, so fromm. Die waren nicht besonders intelligent. Die konnten Gott nicht besonders beeindrucken in irgendeiner Form. Gott hat das Volk einfach erwählt. Er hat es gewollt. Er hat es geliebt. Und genau dieser Gedanke liegt hier vor. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, spricht er hier zu uns, heute zu dir, zu uns, die wir Gott Jesus angenommen haben. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Das bedeutet, ganz klar, für mich heute morgens, wenn ich das hier lese, heißt es, ich bin gewollt. Ich bin kein Zufallsprodukt. Ich bin nicht zufällig hier gelandet, hier auf diesem Platz, um das zu hören. Ich bin nicht zufällig in die Familie hineingeboren. Ich bin nicht zufällig mit dem Evangelium konfrontiert. Ich bin nicht zufällig in Rumänien oder in Ungarn oder Ukraine oder in Kasachstan oder in Deutschland oder in Polen geboren. Nein, nicht zufällig. Ich bin kein Zufallsprodukt. Gott lenkt. Gott lenkt es. Schaut mal beim Sarah und Abraham. Gott hat ihm verheißen, im uralten Alter kamen die Engel zu Abraham und sagten, du wirst einen Sohn bekommen. Die haben nicht gesagt, du wirst ein Kind bekommen, vielleicht Junge, vielleicht Mädchen. Bei den tausenden Samen, die sich da bewegen in Richtung zur Mutter, hat Gott einen Samen ausgewählt und diesen Samen hat er Gott gesteuert, direkt zur Mutter. Nicht zufällig irgendein Mädchen, nein, gezielt hat Gott es auch gewollt und gesteuert. Ja, Gott kann es machen, Gott kann alles machen. Und hier heißt es, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, wir sind gewollt. Wisst ihr, oft fühlen wir das nicht, oft merken wir das nicht, oft sind wir es einfach nicht. Im Zustand vielleicht, dass wir Gottes Eigentum, Gottes auserwähltes Geschlecht sind. Aber es ist trotzdem wahr. Es ist trotzdem Realität, dass wir gewollt sind. Und das ist so wertvoll. Wenn ich immer wieder mal auch im Gebet diese Worte zitiere, Herr Jesus, ich bin dir dankbar, dass ich gewollt bin. Ich bin gewollt. Ich bin angekommen bei dir. Es gibt so viele Kinder, die sind nicht gewollt in den Familien. Ich habe auch hier und da mal gehört, es kommen kleine Kinder zur Welt und die sind nicht angenommen, die sind nicht gewollt. Da ist so ein Knacks bei Eltern und die wollen die einfach nicht annehmen. Die leben irgendwie so, wachsen auf, das können wir uns gar nicht vorstellen. Die sind nicht gewollt einfach. Und die Kinder haben massiven Schaden, Trauma, Leben lang sind die neben der Spur, haben Probleme massiv. Und wir dürfen diese Probleme im Geistlichen nicht haben. Wir sind angenommen durch Gott. Und wie nehme ich das an für mich? Wir haben heute gehört, durch Vertrauen, Vertrauen zu Gott. Schaut mal, Abraham hat Gott vertraut. Er hat ihm verheißen, er hat Gott vertraut. Gott hat ihm was gesagt, er hat Gott geglaubt. Gott sagt dir das heute und du musst es glauben. Wenn du es nicht annimmst, es wird nicht ankommen bei dir. Alles, was hier das Wort Gottes spricht, ist durch den Glauben möglich anzunehmen. Glauben ist im Prinzip die Tür, die du öffnest für Gottes Wort, für Gottes Wahrheit. Alles andere ist keine Religion sein. Gott möchte, dass wir durch Vertrauen in sein Wort annehmen.
Einnehmen bedeutet, im Vertrauen, was er zugesichert hat, das gilt. Das gilt, auch wenn du dich nicht so fühlst, auch wenn du sagst, oh, ich mache so einen Mist letzte Zeit, bin ich keine Zeit und dies und jenes und mache auch vielleicht, verfehle ziemlich und ich bin nicht würdig, spielt auch keine Rolle. In erster Linie zählt es, was du bist. Was du bist, zählt in erster Linie. Und das ist die Grundlage in erster Linie, was du bist und du bist gewollt. Und wenn ich diese Basis verstanden habe, das hat mich schon so oft im Leben erhalten vor Sünden, vor massiven Problemen und Sünden jeglicher Art, weil ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, welchen Ursprung, welche Basis ich habe. Ich weiß, dass ich bei Gott angenommen bin. Er hat mich gewollt. Ich bin nicht bei allen Menschen gewollt, nicht bei allen Menschen akzeptiert. Und das ist okay so. Das ist völlig okay. Aber ich bin bei dem Höchsten, bei dem Vater im Himmel, bin ich angenommen, bin ich gewollt. Und das zählt. Das zählt, bei wem du wirklich angenommen und angekommen bist. Dein Ehepartner kann dich vielleicht nicht verstehen in allen Bereichen. Du bist vielleicht das Wertvollste für ihn. Aber er kann dich trotzdem nicht vollkommen lieben. Vielleicht nicht vollkommen annehmen, sondern mit Bedingungen. Wenn du dich so und so verhältst, dann liebe ich dich. Wenn du dich das und das machst, dann bin ich nett zu dir. Das ist, ja, es gibt verschiedene Sachen. Bei Gott muss ich mich nicht erst anpassen und dann bin ich so perfekt geliebt. Nein, hier heißt es bedingungslos, wir sind ein auserwähltes Geschlecht. Hier steht, wir sind es. Grammatikal sind heißt, wir sind es, fertig. Da gibt es kein Wenn und Aber. Ja. Und das ist wichtig, dass wir das auch hören und auch annehmen. Annehmen, verstehen, ich bin ein Auserwähltes, ich gehöre zu ihm, er hat mich gewollt. Wir möchten 2. Mose 19, 5 bis 6 nochmal lesen, zum Kontext. Das ist im Prinzip fast das gleiche, die gleichen Vokabeln hier, allerdings etwas auch anders in der Grammatik. 2. Mose 19, Vers 5 und 6. Das Volk Israel war auch von Gott auserwählt, gewollt. 2. Mose 19, Vers 5 und 6, hier heißt es, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Und ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. Die gleichen Worte. Ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk, ein besonderes Eigentum für Gott selbst, das Volk Israel damals. Aber es ist mit einer Bedingung geknüpft. Vers 5. Wenn ihr nun wirklich meine Stimme Gehör schenken werdet. Es ist an eine Bedingung geknüpft. Ja. Und ich will das nicht weiter ausführen. Ich möchte auch da eine Verknüpfung schaffen, erst weiter in dem Text bei uns. In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Ein königliches Priestertum. Jeder von uns kennt, hat man schon so gehört, ich meine, das ist nicht mehr so ganz real bewusst, in Deutschland, Königreich, das ist so geschichtlich, Filme, wenn man schaut, oder in Russland, Königreich, Royals, jetzt aktuell in England, das ist so ein bisschen noch präsent, mehr so kulturell, ja, auch in manchen Ländern gibt es noch Könige, ja, in Spanien das Königreich, wir sind, und damals galt, wer nicht zum Königsgeschlecht galt, der galt einfach nichts. Ja, dann hast du Möglichkeiten, vielleicht irgendwo aufzusteigen, bist vielleicht ein Adelsmann oder nicht, weiß ich nicht. Aber wenn du nicht dazu gehörst, du bist entweder ganz weit irgend so ein Knecht und dann bist du da. Bis du vielleicht irgendwas ganz Besonderes machst, dass dich einer sieht und dann nimmt er dich irgendwie weiter hoch. Bei uns ist es nicht so. Wir müssen nicht irgendwie aufsteigen im Glauben vor Gott, in irgendein Kastensystem. So etwas gibt es im Glauben bei uns nicht. Wir haben kein Kastensystem wie in Indien, wo Menschen nach Kultur, nach Ethnien einsortiert werden. Hier ist die Klasse A, Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3, Klasse 4, Klasse 5, Klassifizierung gibt es im Glauben nicht.
In diesem Text, damals gab es dieses auch, zur Zeit von Petrus gab es das auch. Ja, alles Mögliche an verschiedenen ethnischen Ursprüngen und Verbindungen. In Jakobus sehen wir sogar, dass die Gläubige selbst diese Klassifizierung gemacht haben. Da kamen Arme in den Gottesdienst, ganz, ganz Arme. Und die Armen wurden dann nicht so beachtet, sagen, hier, setz dich irgendwo ganz da hinten ist Platz. Und da kamen Reiche rein und die haben so mit Goldschmuck und man sieht das dann und die wurde bevorzugt. Ja. Das ist eine Klassifizierung, die nicht richtig ist, die nicht gut ist. Es heißt hier, wir sind ein königliches Priestertum. Und wenn ich jeden Menschen so ansehe, wie es hier heißt, egal wie du angezogen bist, egal was für ein Kontext, egal welchen Beruf du hast, egal woher du kommst, wenn ich jeden Menschen so anschaue, wie es hier heißt, ich sehe dich als Königsgeschlecht, dann habe ich Achtung vor dir, dann habe ich Respekt vor dir, dann achte ich dich als Königskind, weil dann König ist Jesus, derselbe König, der auch mein König ist. Dann fange ich nicht an, mit Finger auf dich zu zeigen und sagen, wie bist du denn heute gelaunt, wie bist du denn heute angezogen, wie bist du denn heute, konntest du nicht zum Gottesdienst mit dem Auto kommen, warum musst du mit dem Fahrrad kommen oder was weiß ich, was man sich so ausdenkt. Das ist doch alles Quatsch, das ist völlig egal, wie einer wirklich ist, wie einer angezogen ist, wie einer, was für einen Kontext du hast. Bei Gott gilt, gehörst du dazu, gehörst du wirklich, hast du im Vertrauen Gott angenommen, das zählt und das ist entscheidend. Königliches Priestertum. Priestertum im Alten Testament war nur für die Leviten da. Ja, für auch ein besonderer Stamm, den Gott auch dafür erwählt hat und auch bestimmt hat. Die durften nur diesen Priesterdienst, Priestertum auch ausführen. Da durfte jetzt nicht irgendeiner sagen, hier, ich habe eine Eingebung, eine Idee, ich möchte auch was machen. Es war klar geregelt. Heute ist es interessant, dass jeder, der Jesus angenommen hat, auch ein Priester ist. Das nennen wir allgemeines Priestertum. Das bedeutet, du gehörst auf der einen Seite zum Königsgeschlecht Gottes, Jesu Königsgeschlecht, und auf der anderen Seite gleichzeitig gehörst du auch zu dem Priestertum. Das bedeutet, der Zweck eines Priesters war, damals im Alten Testament, war das Priestertum zwischen dem Volk Israel, ja, waren die Mittler zwischen Gott und dem Volk, waren Mittler. Und das Volk Israel war damals auch ein Kollektiv, als ganzes Volk, als Priester, allgemein da. Die haben das aber nicht verstanden. Das bedeutet, die haben die Heiden eher isoliert, sie haben sich isoliert und die haben eine Distanz, eine Kluft aufgebaut. Vielleicht nicht alle, aber das war so. Die haben diesen Dienst nicht ausgeführt. Unser Dienst heute, Priestertum, bedeutet nicht, dass du jemanden Heil zusprichst und sagst, die ist vergeben, so anstelle Gottes oder anstelle von Jesus. Das ist nicht damit gemeint, sondern es ist damit gemeint, dass ich Mittler bin, aber im Sinne von Verkündigung. Das lesen wir hier noch gleich. Im Sinne von Verkündigung, im Sinne von Hinweisen auf Jesus. Ich bin Botschafter oder Repräsentant von Jesus Christus. Ich vermittle im Prinzip das gesamte Volk, was die Heiden, die Menschen, die Gott nicht kennen, gebe ich Hinweis auf Gott hin. Das ist unser Zweck als Priester. Und da sind wir. Wir sind Priester. Ich darf heute morgens euch begrüßen als die Priester, als königliches Priestertum. Und das ist schön, ob ich jung bin oder älter oder Teenie-Mädchen. Ihr seid Priester, wir sind alle Priester Gottes. Diese Würde hat Gott uns gegeben, Priester zu sein. Der Zweck des Priesters ist, dass du einen Mittlerdienst hast. Dass du ganz genau weißt, ich habe eine Verantwortung. Ich habe eine Verantwortung im Dienst, ich diene in erster Linie Gott und ich vermittle Menschen zu Gott hin. Ich weise auf Gott hin zu. Hast du diesen Auftrag? Nimmst du diesen Auftrag wahr und ernst? Oder ist das für dich vielleicht, ist es unangenehm, vielleicht jemanden zu vermitteln, ja, zu Gott hinzuführen, zu Gott hinzuweisen, vielleicht einen Traktat zu geben, vielleicht hinzuweisen in irgendeiner Form. Es ist ein Kampf, wie das Volk Israel damals. Es hat völlig versagt, fast völlig versagt.
Wir dürfen es machen. Wir haben diese Aufgabe von Gott bekommen und möge Gott uns da gnädig sein, dass wir wirklich diesen Auftrag nachgehen. Nun kommen wir noch zu dem dritten Punkt. Heiliges Volk heißt in Vers 9. Heilig sein bedeutet nicht, ich heilige mich, um heilig zu sein, sondern ich bin geheiligt in Jesus Christus. Gott hat mich geheiligt. Gott hat mich gewollt. Er hat mich zu etwas bestimmt und hat mich auch heilig gemacht, in erster Linie, von der Stellung. Wir sind ein heiliges Volk. Ob wir es wirklich im Zustand sind, ist die andere Frage. Ob du wirklich die Heiligung lebst, ob du Frieden hast mit Menschen, ob du Frieden hast mit Gott persönlich in einer Beziehung, das ist der Zustand. Das kannst du nur beantworten, wo du stehst, wo ich stehe, ob ich wirklich heilig entsprechend dem, was ich bin, auch lebe. Das kann keiner für dich antworten, individuell. Aber wir sind ein heiliges Volk, heißt es hier. Das ist was ganz Besonderes, wo Gott uns heilig anschaut durch Jesus und sagt, das ist mein Volk auf dieser Erde. Und es gibt nur ein Volk, das ist ganz wichtig zu erkennen und zu verstehen. Es gibt ein einziges Volk. Ich war einige Wochen zuvor, einige Monate zuvor, das war in Ungarn an der ukrainischen Grenze, also auf der ukrainischen Seite, da leben ungarische Minderheit, also Ungarer, aber auf ukrainischer Seite. Das ist bei Karpaten, also ganz nah hier an Westen. Und es ist eine Minderheit. Und die haben dort ungarische Schulen, die haben dort ungarische Infrastruktur sozusagen, aber leben unter der Autorität der Ukrainer. Sind auch ein bisschen nicht so von der Geschichte her ein bisschen so benachteiligt. Ist ja auch eine Minderheit. Ist oft so im Volk, wenn du Minderheit, dann bist du so ein bisschen abseits und wirst nicht so leicht beachtet. Spielt keine Rolle. Was ich zum Ausdruck bringen möchte, ich war dort und habe einige Gemeinden kennengelernt. Gemeinden, die ich hier in Deutschland so nicht angetroffen habe. Und zwar, das waren kirchliche Traditionskirchen, reformierte Kirche. So ähnlich wie bei uns Stadtkirche hier, also lutherische Kirche. Und ich habe dort Pastoren und Pfarrer angetroffen, die haben genau das gleiche Evangelium gepredigt, wie wir hier predigen. Die haben genau den gleichen Jesus angebetet, ganz anders angezogen, ganz anders sich verhüllt. Also so steht da keiner und predigt, ja? Sondern die ziehen dann diesen Pfarrerskittel an, komplett schwarz, und dann gehen die auf den Podest oben, das ist so typisch lutherisch, ja? Teilweise auch vielleicht katholisch, weiß ich. Spielt auch keine Rolle, welche Fassade, welche Methode man das macht. Und die haben das Evangelium Jesus gepredigt. Die waren erweckt. Über Jahrzehnte sind die erweckt dort, richtig lebendig und authentisch. Die Pfarrer und die Bischöfe, und mit denen wir unterwegs waren. Wenn du sowas siehst, dein Horizont wird einfach ein Stück weit erweitert. Dann fängst du an, auch anders zu denken. Steht ihr? Wir fangen an, anders zu denken. Wenn wir nur hier vor Ort sind, in dieser Gemeinde und so ein bisschen drumherum, wir haben nur diese Sicht. Wir haben nicht diese globale Sicht. Die habe ich auch nicht. Aber so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, wenn man sieht, was für Gemeinden Gottes es gibt, wie Gott Wunder wirkt, du bekommst eine ganz andere Sicht auch auf die Schrift, auf die Wörter, wie es hier heißt. Es gibt ein einziges Volk auf dieser Erde. Und das ist das Volk Gottes, heiliges Volk. Stellt euch mal vor, da ist ein Volk Gottes, also wir als Volk. Und ich sage, oh, die sind völlig hinrissig und völlig, und dann begründe ich, dass die das macht, Schlagzeug haben zum Beispiel, oder dass sie so einen schwarzen Kittel anziehen, das macht man doch nicht. Und dann erwähne ich so Geschmacksfragen, Geschmacksmuster, Geschmackssachen, die überhaupt keine theologische Bedeutung haben. Was meint ihr, was in diesem Moment passiert? Ich taste das heilige Volk Gottes an. Das bedeutet, ich taste Gott an. Im Alten Testament heißt es, dass Gott sein Volk Israel schützt mit den Fittichen, ja, einfach umschützt. Und wer das Volk antastet, tastet Gottes Augapfel an. Wer Gottes Volk antastet, und hast du mal gesehen, da kam ein Volk, wollte kämpfen, hat Gottes Volk weg vernichtet, ja. Gott nimmt das sehr ernst. Gott nimmt es sehr ernst, wie wir denken übereinander und über andere Gemeinden.
über andere Völker, über andere Menschen. Und Gott nimmt das sehr ernst. Und ich möchte uns einfach ermutigen, anhand dieser Schrift, wie es hier heißt, es gibt ein einziges Volk, ob das die in Ukraine oder hier die Baptisten sind oder die Pfingstler sind oder die Lutheraner sind, wenn die jetzt Jesus predigen, wiedergeboren sind, ob das die reformierte Kirche ist, ob das die FEG ist, die EFG ist und. Es gibt ein einziges Volk und das ist hier definiert. Gott hat es definiert. Gott hat es bestimmt. Und möchte ich auch zum nächsten Punkt kommen auch. Und dann heißt es, ein Volk des Eigentums. Du bist ein Eigentum Gottes. Wir sind Eigentum Gottes. Schaut euch mal, was bedeutet es, Eigentum zu sein? Eigentum zu haben. Das bedeutet, wenn du ein Eigentum hast, du verwaltest das Eigentum. Das ist dein Eigentum. Wir sind Eigentum Gottes. Das bedeutet, Gott ist der Eigentümer dieser Gemeinde. Des ganzen Volkes. Nicht nur ein Pastor oder ein Ältester oder irgendwie. Nein, es ist Gott selbst. Das ist die Gemeinde des Gottes, heißt es ja immer wieder in den Schriften. Die Gemeinde Gottes. Und es gibt nur eine Gemeinde Gottes weltweit, die sein Eigentum ist, nicht von Menschen Eigentum. Der Mensch versucht immer wieder aus seiner Sicht die Sache zu erklären, aus seiner Sicht die Sache deutlich zu machen, irgendwie einzuschränken oder die Sichtweise, die man hat. Vielleicht ist man mit dieser Sichtweise aufgezogen worden und kannte nichts anderes. Ich bin in einer Gemeinde groß geworden, die kannte nur sich selbst. Von Muttermilch habe ich das mitbekommen. Die kannte nur sich selbst. Die kannte nur ihre eigenen Vereinigung. Eine einzige Vereinigung von was weiß ich, 10.000 Leuten jetzt ungefähr. Das ist irre. Es gibt Hunderttausende Gläubige weltweit. Ja, es gibt zig Hunderttausende Wiedergeborene Gottes. Das kann doch nicht sein, dass alle anderen Irrlehrer sind. Und. Ja, und dann, das ist unmöglich. Das ist ganz gefährlich, wenn ich anfange, gegen Gottes Eigentum anzufangen, mit dem Finger zu zeigen und noch schlimmer ist zu richten, wenn ich anfange zu lästern. Gegen Gottes Eigentum. Das heißt hier nicht umsonst. Es ist ein Privileg, in erster Linie für uns. Das bedeutet, wenn ich Gottes Eigentum bin, ist die andere Gemeinde, angenommen die Heft Church oder auch anderen Gemeinden, die vielleicht vom Geschmack, vom Äußeren ein bisschen anders es leben, die Form, spielt auch keine Rolle. Die sind genauso wertvoll wie wir. Wir sind kein bisschen wertvoller oder niedriger wertvoller. Sind wir nicht. Wir sind genauso wertvoll vor Gott. Ja. Und das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Ganz wichtig anhand dieser Schrift. Wir sind ein Volk des Eigentums. Wisst ihr, an was ich messen kann, an was du messen kannst, ob du das richtig verstanden hast, an der Ausführung, an dem Zweck. Schaut mal den Zweck hier in dem Text. Hier heißt es, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Wenn dieser Missionsauftrag in deinem Leben nicht mehr Auftrag ist, dann fängst du an, andere Aufträge nachzugehen. Und zwar immer, der Finger wird immer länger. Deine Zunge wird immer länger. Dein Richten wird immer länger. Das ist dein Auftrag. Der Satan, der beobachtet uns ganz genau. Und er hat Strategien. Er beobachtet, die Dämonen sind lebendig, sind aktiv. Die beobachten ganz genau uns, jeden Einzelnen von uns. Und die versuchen uns lahmzulegen, indem dass wir diesen Auftrag nicht nachgehen. Wenn du diesen weltweiten Auftrag, wenn wir diesen Auftrag nicht nachgehen, nicht dafür beten, nicht das Menschen weiter aussenden, weitere Gemeinden gründen, dann fangen wir an, über andere zu reden. Dann suchen wir uns, machen eigene Aufträge. Es gibt einen Auftrag für uns und der ist hier klar definiert. Das ist die Autorität Gottes. Und wenn ich diesen Auftrag nicht nachgehe, ich bin überzeugt, ich beobachte auch mich und auch drumherum, dann fangen wir an, böse zu werden. Das ist Fakt. Dann fangen wir an, uns zu isolieren.
Ja? Und hier was aufzubauen, ein Königreich, was eigentlich menschlich ist. Wir sind schon Könige Gottes. Und Gott hat uns so privilegiert. Wir sind auserwähltes Geschlecht, heiliges Volk, Volk des Eigentums Gottes. Damit, der Zweck, neue Gemeinden entstehen. Damit du deine Nachbarn zu Jesus gewinnst. Damit wozu? Damit wir es überlegen, wie können wir unsere Reserven, unsere Spenden einsetzen für die weltweite Mission. Weltweite Mission, nicht nur hier lokal. Das ist unser Auftrag Gottes. Das ist die Autorität. Und wenn eine Gemeinde das nicht nachgeht, die wird sich zugrunde richten. Man wird sich komplett zerstreiten. Es entsteht ein Vakuum. Da kommen neue Aufträge in die Gemeinde. Da kommen Aufträge, die nicht von Gott sind. Da kommen Ideen, die nicht von Gott sind. Ich muss uns an dieser Stelle wirklich auch mich warnen. Anhand dieser Schrift, unser Hauptzweck ist Mission, Verkündigung des Evangeliums. Deswegen sitzen wir alle hier. Ein Bischof, da wo ich war, wir haben ihn gefragt, wie ist es zu dieser Erweckung gekommen in der ukrainischen, ungarischen, sagen wir mal, Minderheit? Ne? Wie ist es gekommen dazu? Hat uns Folgendes erzählt. Ein alter Mann gesagt, wo er da hingekommen ist. Er hat nichts gehabt, war ganz, ganz arm. Da haben die Nachbarn zusammengetan, ihm Essen gegeben und so ein bisschen, es war so ein Fahrer dort oder sollte dann übernehmen. Und der Fahrer, der vor ihm war, er hat nur über die Liebe Gottes gepredigt. Und er hat gemerkt, irgendwie die Leute, die kennen die Wahrheit nicht so richtig. Und da hat er die Bibel geöffnet, sich auseinandergesetzt und hat angefangen, über die Wahrheit zu predigen. Hat angefangen, über den Tod zu predigen, über die Hölle, über Feuersee. Was passiert, wenn Menschen sterben? Hat ganz einfach das ausgelegt, das Wort verkündigt. Da sind Menschen, sagt er, in Scharen bekehrt, war eine richtige Erweckung. Die haben aus der Not heraus gesagt, ja, was soll ich jetzt machen, wenn ich verloren gehe? Ja, dann glaub an Jesus, bekehr dich. Und die haben sich scharenweise an Jesus zugewandt, die Menschen. Nur weil einer die Wahrheit verkündigt hat, nicht vorenthalten hat. Er hat verkündigt, er hat den Missionsauftrag wahrgenommen und er hat verkündigt. Und Gott hat sich dazugestellt. Die Kraft Gottes ist an der Wahrheit gebunden. Die Kraft Gottes wirkt nicht da, wo Lüge oder irgend so Mist gepredigt wird. Ist immer an der Wahrheit Gottes gebunden, die Wahrheit Gottes. Der Geist Gottes wirkt durch das Wort Gottes. Und was können wir verkündigen? Gut, wie es hier heißt, die Tugenden dessen, der euch aus der Finsternis berufen hat, seinem wunderbaren Licht. Das heißt an einer anderen Stelle, der Glaube kommt aus Gottes Wort. Der Glaube kommt aus Gottes Wort heraus. Und das ist so schön, wenn wir diesen Auftrag nachgehen. Und ich bin überzeugt, in meiner Beobachtung auch, wenn du diesen Auftrag nachgehst, dann entwickelt sich eine Gemeinde auch gesund, ganz nach Gott wohlgefällig, die gefällt Gott, weil wir diesen Auftrag kollektiv erkennen und gehen, nachgehen, vorwärts gehen. Nicht Stolpersteine stellen, jemanden, der sagt, hey, ich habe einen Eindruck, lass uns vielleicht diesen Auftrag nachgehen mit dieser und dieser Methode. Sagt der andere, was für eine Methode, das kennen wir doch nicht, das ist doch Quatsch. Nein, öffne dich auch neuen Methoden, um das Evangelium Gottes zu verkündigen. Das ist doch das Ziel. Das Evangelium muss verkündigt werden. Und nicht deine Idee irgendwie da. Deine Idee ist zweitrangig. Das Evangelium muss verkündigt werden. Mit egal welchen Methoden. Gott definiert die Methoden, die natürlich einen biblischen Rahmen haben. Welche Verantwortung haben wir, indem wir Gottes Eigentum sind? Welche Verantwortung haben wir? Verantwortung könnte auch liegen im Umgang mit Gottes Eigentum. Ich weiß, heute morgens weiß ich, meine Geschwister hier sind Gottes Eigentum. Meine Frau ist Gottes Kind, Gottes Eigentum. Das bedeutet, wie ist mein Umgang mit meiner Frau? Gehe ich mit ihr um wie, oh, so, ja, schon wieder oder so nebenbei und ich beachte sie kaum und
ich mache das so aus Zwang heraus irgendwie, das ist Quatsch. Wenn ich verstehe, was bedeutet Gottes Eigentum, mein Nächster, meine Gemeinde, mein Ehepartner, dann habe ich Verantwortung, indem ich treu bin, indem ich meine Frau beachte, indem ich sie unterstütze, wo es geht. Auch wenn ich keine Kraft habe abends manchmal, packe ich die Kinder ein und ich unterstütze. Wenn ich in der Gemeinde einen Dienst bekommen habe und ich weiß, dieser Gemeinde gehört Gott, dann bin ich nicht lässig, ich bin nicht nachlässig, ich bin nicht fahrlässig, ich gehe nach, auch wenn ich manchmal keine Lust vielleicht habe. Ich mache das um Gottes Willen. Aus meinen letzten Reserven investiere ich mich ins Gottes Eigentum. Ihr seid Gottes Eigentum. Und es ist ein Privileg, mit Gottes Eigentum zu arbeiten. Überleg mal, Gott, der Höchste, wir sind sein Volk, sein Eigentum und ich diene dem Volk. Das ist das Beste, was man machen kann. Wenn du deinem Nächsten dienen kannst, egal was, praktisch helfen, du dienst Gott, du leihst Gott damit, du gibst Gott. Das darf uns motivieren heute. Das ist meine Verantwortung. Die Verantwortung der Verbindlichkeit. Aber sagen wir verbindlich, ja, am Anfang ist das so ein bisschen vom Gefühl, verbindlich, ich bin Mitglied der Gemeinde. Ja, und dann irgendwann kommt das so ein bisschen so Gemütlichkeit vielleicht rein. Hey, du bist verbindlich im Volk Gottes. Du bist im Volk Gottes drinne. Ist das nicht Hammer? Und du darfst im Gottes Eigentum Gott dienen. Gottes Eigentum dienen. Und das Wertvollste, wie sind wir zu Gottes Eigentum gekommen, ist genau das, was wir heute auch gedenken. Das ist die Mahlfeier. Die Mahlfeier, wir sind durch Jesus erworben worden. Apostelgeschichte 20. Apostelgeschichte 20, lesen wir uns einen Vers. Hier heißt es, Apostelgeschichte 20, Vers 21. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, wie es zu den Ältesten gesprochen, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes, hier heißt es wieder, das ist die Gemeinde Gottes, nicht die Gemeinde des Vereins, des e.V. und, sondern die Gemeinde Gottes zu hüten. Und dann heißt es, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Was wir sonntäglich denken, jede 14 Tage, jede zweite Woche ist, an das, wie wir zum Gottes Eigentum geworden sind. Das war nicht deine Anstrengung, das war auch nicht dein Glaube, dein starker Glaube. Das war das, was Jesus geschaffen hat durch sein Blut. Er hat uns erworben, erkauft durch sein Blut, hat sein Blut vergossen, damit wir zu seinem Eigentum werden. Und das darf uns motivieren, mit Gottes Eigentum besonders vorsichtig umzugehen. Und wenn ich anfange, stell dich mal vor, du fängst an, über die Gemeinde schlecht zu reden. Über deine Gemeinde schlecht zu reden. Weißt du, was du machst? Du redest schlecht über Gottes Eigentum. Wie sehr tut das Gott weh? Das betrübt den Heiligen Geist, heißt es im Text, in Epheserbrief. Du betrübst Gott. Du verletzt Gott, indem du negativ denkst über die Gemeinde. Indem du negativ redest über deinen Ehepartner, indem du negativ redest über deinen Nächsten in der Gemeinde und über deinen Nächsten allgemein. Es ist Gottes Eigentum. Wenn was schief läuft, ja, in Korinther sehen wir dann, wenn einer massiv sündigt, das muss gerichtet werden. Wie Unzucht, wie andere Sachen, das ist klar. Das legitimiert Gott der Gemeinde, sowas zu richten. Das hat damit nichts zu tun. Ja. Das müssen wir richten, weil wir Gottes Eigentum sind. Und Gottes Eigentum ist heilig. In der Gemeinde darf Sünde nicht toleriert werden. Darf nicht geheißen werden, es ist schon okay, ich kehre das unter den Teppich. Wenn ich das mache, bewusst, ich weiß, es ist eine Sünde da. Und die ist massiv. Alkoholismus, Räubertum, sexuelle Sünden, ja, und andere. Und ich das toleriere und sage, ach, ich habe nichts gehört, ist es okay, vielleicht bin ich verwandt mit jemand und komm, ist es gut, jeder hat doch Sünde. Wisst ihr, was ich mache? Ich missachte Gottes heiliges Volk. Das heilige Volk wird nicht mehr heilig sein.
Ja. Es ist ganz, ganz subtil. Und achtungsvoll müssen wir umgehen mit dem heiligen Volk. Hat nichts Unheiliges verloren. Ist ganz wichtig. Das lehrt die Schrift uns auch. Es ist die Verantwortung, auch das Böse zu richten, leider. Das Böse zu erkennen und zu entlarven und zu sagen, nein, hier ist die Grenze erreicht. Dann möchte ich uns noch in die Verantwortung hineinnehmen, achtungsvoll miteinander umzugehen. Die Bibel lehrt uns in Petrus auch, habt Achtung vor jedermann. Achtung vor jedermann ist generell notwendig. Jeden Mann, jede Person auf dieser Erde musst du mit Achtung begegnen. Da müssen wir aufpassen, wenn ich über Politiker manchmal rede, politisch, ja, und dann fängst du an, ganz schnell über einen Politiker richtig zu lästern. Das ist nicht gut. Ich muss mich auch da korrigieren immer wieder und erneuern, das ist nicht richtig. Achtung vor jedermann. Achtung vor Zelensky. Achtung vor Putin. Achtung vor Scholz. Achtung vor meinem Kollegen, ja, oder Mitarbeiter. Achtung vor meinen Kindern. Da heißt es Achtung vor jedermann. Und wie viel mehr Achtung müssen wir haben vor Gottes Eigentum? Wie es hier heißt, was sein heiliges Volk ist. Wie viel mehr Achtung, wie viel mehr Respekt muss ich bringen, jemanden, der gläubig ist und vor mir steht, vor mir ist oder da ist. Ich muss mit Respekt begegnen, weil ich sehe dahinter Gott, Gottes Eigentum. Mit Respekt begegnen einander ist ganz, ganz wichtig. Ja, und das hängt wiederum mit der Beziehung Vertrauen zu Gott ab. Ist die Beziehung zu Gott da, die Ehrfurcht oder Gottesfurcht zu Gott da? Ist sie da? Ist eine gute, gesunde Beziehung zu Gott da? Wenn dies geschwächelt ist, dann gehe ich, wenn ich so lästig mit der Beziehung zu Gott umgehe, dann gehe ich auch im zweiten Step lästig mit der Gemeinde Gottes um. Dann vernachlässige ich meinen Dienst, dann vernachlässige ich die Gemeinschaft, ist mir nicht mehr so wichtig. Dann vernachlässige ich dies und jenes. Das ist nur die Folge. Und am Ende fange ich an, schlecht zu reden, negativ zu denken. Und möge Gott uns davor bewahren, dass wir sehen, wie teuer Jesus uns erkauft hat. Durch sein Blut hat er uns erworben. Ein paar Verse zurück, wenn wir jetzt gehen. Ein Kapitel zurück und dann leite ich uns in die Mahlfeier ein. In Kapitel 1, 1. Petrus 1, da wird erklärt, wie wir sein Eigentum geworden sind. Wir haben das schon gelesen in der Apostelgeschichte, aber hier nochmal gezielt. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18 und 19 heißt es, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Möge Gott uns diese Erkenntnis, diese Sicht, diese Bedeutung jetzt ganz wichtig machen, in diesem Moment, wo ich teilnehme, wo ich daran denke, wie kostbar er uns erkauft hat, mit welcher Dimension, mit welchem Einsatz, mit welchem Mittel er erkauft hat uns. Nicht mit Gold, nicht mit Silber, mit Jesu Christus selbst, mit seinem Blut. Dass wir dieses uns ganz bewusst daran jetzt gedenken und erkennen und ihn suchen im Gebet. Ich würde noch einleitend um Segen bitten. Ihr dürft gerne noch aufstehen und ich bete noch für die Mahlfeier. Vater im Himmel, wir danken, dass du uns zu deinem auserwählten, heiligen Volk erwählt hast. Wir sind dein Geschlecht, Geschlecht Gottes. Danke, Jesus, dass du Mensch geworden bist und es ermöglicht hast, uns allen eine Gemeinde, ein Volk zu werden, weltweit. Ich danke, Jesus, für Christen in Ungarn, in Rumänien, in der Ukraine, in Südafrika, in Russland, die dich jetzt anbeten. Und ich möchte dich auch anbeten. Ich möchte dich erheben. Und ich möchte dir danken, dass du diese Schranken, die Mauern, alles, was zwischen uns stört, durch dein Blut aufgehoben hast, du hast Frieden geschaffen am Kreuz auf Golgatha. Ich bin dir so dankbar, Herr. Bitte reinige uns von falscher Theologie im Kopf. Bitte reinige uns von fleischlichen Spaltungen und Parteien im Herzen.
dass wir würdig teilnehmen, dein Leib unterscheiden. Es gibt nur ein Leib weltweit und du bist das Haupt der Gemeinde. Und ich möchte dich bitten, dass du mein Herz segnest, auch mir vergibst, wo ich Menschen richte, wo mein Finger lang wird und meine Zunge dreckig wird über Christen, über Menschen, über dein Eigentum. Reinige mich. Lass mich würdig diese Mahlfeier teilhaben. Ich danke dir für das lebendige Wort. Ich bitte, dass du uns führst hin zu dir, dass wir erweckt sind, dass wir Verkündiger sind, Vater, dass wir Ideen haben, wie wir Menschen für dich gewinnen, dass weitere Gemeinden entstehen dürfen, die dich ehren, wo du angebetet wirst, dass wir unseren Zweck des Priesters, das königliche Priestertum erfüllen. Ich bitte dich, Herr Jesus, segne uns beim Teilnehmen und Annehmen des Mahls, was du eingesetzt hast. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte uns noch auch die Einsetzungsworte lesen. Das haben wir so üblich. Und dann heißt hier, denn ich habe von dem Herrn empfangen, 1. Korinther 11, ab 23, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, indem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut so oft, ihn dringt zu meinem Gedächtnis. Und das möchten wir jetzt auch machen. Wir möchten zu seinem Gedächtnis, wir möchten an ihn gedenken. Denk an Jesus. Wir nehmen uns ein paar Minuten Zeit. Denke an Jesus. Denke ganz bewusst an ihn. Denke ganz bewusst, was er für dich getan hat. Denke heute vielleicht bewusst, was du warst vor deiner Bekehrung. Was dich getrieben hat. Was dich jetzt treibt. Analysiere dich, prüf dich, begegne Jesus. Du darfst diese Zeit kurz nutzen und ihr dürft gerne einmal links und einmal rechts, der Reihe nach von vorne nach hinten, gerne auch teilhaben. Und wie es hier heißt, wie der Gedenken an Jesus, jeder, der an Jesus Christus glaubt, Jesus angenommen hat, darf auch teilhaben und Jesus auch ehren. Ich würde uns auch dann für die Teilnahme auch, dass wir gemeinsam teilnehmen, ich erwähne das später, und wir werden auch zusammen noch beten und Jesus auch Antwort geben auf die Wahrheit. Gerne dürft ihr von vorne hier beginnen und einmal links und einmal rechts. Und wir werden dann zusammen beginnen. So auch im Café. Ich hoffe, dass da auch ihr teilnehmen könnt, auch an der Mahlfeier. Wir möchten ganz bewusst jetzt auch an Jesus gedenken. Und wie es heißt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis und danach auch den Kelch. Wir denken an Jesus, dass er Fleisch geworden ist, Leib geworden, Mensch geworden ist und am Kreuz für uns gestorben ist, um den Weg zum Vater frei zu machen.
auch den Kelch, wie es hier heißt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dass wir in diesem Bund an diese Beziehung zu Gott gedenken, was Jesus ermöglicht hat. Wir nehmen Zeit zum Gebet. Stehen noch alle auf und gerne können wir auch in kurzen Gebeten Gott antworten. Amen. Jesus, danke, dass du das für uns getan hast, dass du vom Vater zu uns gekommen bist, Mensch geworden bist. So ein Mensch, wie wir auch sind, Gefühle und Leid und Schmerzen und allem, was zum Menschsein dazugehört. Vielen Dank, dass du es für mich persönlich gemacht hast, dass das Glauben da, das Annehmen und Gefühle da. Amen. Amen. Heiliger Vater, wir danken dir, dass du uns erkauft hast, Blut erkauft hast durch Jesus Christus. Ich danke dir, Herr, dass wir dein Eigentum sind. Herr, gib uns Weisheit, dir wohlzugefallen im Umgang auch miteinander, mit anderen Gemeinden, weltweiten Gemeinden. Dass wir eine Einheit, Liebeskraft, Salzkraft haben, Herr, dass wir nicht uns isolieren, keine Kraft mehr haben zum Evangelisieren, zum Missionieren. Schenke uns Missionskraft, Missionsgeist, schenke uns, dass der Heilige Geist uns leitet, uns einfach Freude gibt für das, was deins ist. Bewahre uns, reinige uns, Herr Jesus. Danke für das, dass wir dein Eigentum geworden sind, Herr. Amen. Ihr dürft noch kurz Platz nehmen. Ich muss noch kurz erwähnen, was ich vorhin gesagt habe, auch zu dem Punkt, wo ich groß geworden bin in einer Gemeinde. Das ist richtig. Es war auch falsch, dass die sich so stark isoliert hat. Das ist auch richtig. Aber es ist wichtig, dass ich es nochmal erwähne. Ich möchte die Gemeinde nicht richten, in dem Sinne, mich auf Gottes Stuhl zu setzen und die negativ darzustellen. Das ist auch nicht richtig. Will ich auch nochmal korrigieren, dass das nicht auch ankommt. Wir müssen mit allem, auch mit anderen Meinungen, respektvoll umgehen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das lernen. Auch ich für mich, oft verfehle ich da, wenn ich sehe eine unbiblische, massive unbiblische Richtung, bin ich da sehr, sehr schnell, ist meine Zunge sehr, sehr locker und lang. Und ich muss da sehr, sehr aufpassen, dass ich auch in dieser Richtung, was ich predige, auch erlebe und lebe, Vorbild bin. Also wollte ich nur an dieser Sache mich nochmals reflektieren und korrigieren und dass dieses Beispiel nicht dazu dient, wiederum verwerflich zu sein. Also ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Gott segne euch in diesem Thema und leite euch, dass ihr auch andere Geschwistergemeinden liebt, anerkennt und die als Gottes Eigentum ansieht. Ja, vielen Dank, Abraham, für die wunderbare Botschaft. Und wir sind auch jetzt zum Ende gekommen. Und ganz wichtig, nächste Woche Sonntag haben wir Erntedankfest mit anschließendem Mittagessen. Wäre schön, wenn alle dabei sind. Und
wenn wir Gemeinschaft haben. Wir werden jetzt auch nach dem Gottesdienst Kaffee und Kuchen haben. Wäre cool, wenn wir alle uns connecten da drüben. Ihr seid herzlich eingeladen dazu. Und Termine werden dann angeschmissen vom Johnny. Die könnt ihr euch alle anschauen. Ganz wichtig, freitags Hauskreise. Das ist immer irgendwie Honig auf der Seele. Nimmt das wahr. Ich würde jetzt am Ende noch ein Segensvers lesen über euch. Bitte steht dazu auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein